Zumal ich auch gerade überhaupt keinen Plan habe, wie das Viech dann aussehen soll. So, was ich jetzt noch rausschmeißen wollte, das waren Beine. Ich will hier gescheite Beine drin haben. Und wozu habe ich dann eigentlich gerade die Füße gemacht? Testen wir doch mal den hier. Ach ja, das sieht ja. Hey, cool. Gleich richtig platziert. So, jetzt nochmal zu den Füßen. Da die Füße da dran. Bisschen kleiner. Bisschen breiter. Nein, nicht ganz so groß. Da könnte man jetzt einfach Raptoren nachbauen, aber. Huch. So, und so, und so. Und so. Ja, der dürfte sich jetzt nicht über die eigenen Zeher stolpern. Was ist das? Saugopott. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dann die Arme. Die kommen definitiv weg. Also die sehen ja. Ja, du kriegst sie ja gleich wieder. So, Sekunde, was haben wir denn alles? Doppelbogen. Nee. Komm, das sieht aus, als hätte ihm jemand sämtliche Armknochen gebrochen. Der Ärmste, das tut doch. Nein. Schussshow. Mit 3 S in der Mitte, cool. Das sieht ja doch gleich viel bedrohlicher aus. So, setzen wir die mal hier hoch, damit er auch richtig schön. Kann ich das Ding auch? Aha. Wenn ich den ein bisschen kleiner mache, soll ja nicht ganz so übertreiben hier. So. Die Hände kommen weg. Und stattdessen, mal sehen, schlagen Stufe 3, posieren Stufe 3, posieren Stufe 5, mehr nicht. Sehe aber auch witzig aus, oder? Irgend so ein Amphibienviech. Kosten beide gleich viel. Aber der gibt, der ist deutlich besser. Also. Ja, ich glaube, ich bleib bei dem. Ja, doch, ich bleib bei dem. Allerdings müssen die jetzt noch ein bisschen kleiner werden. Ja, so in etwa. Ja, mit dem Auge. Mit dem Auge, das sieht ja. Warte mal. Wie kommt denn das rüber? Nee, weg damit. Ich könnte eigentlich mal, wenn ich dich rausschmeiße und stattdessen das hier einbaue. Wenn ich das so mache. Das sieht aus wie ein Autoscheinwerfer von einem Porsche oder sowas. Nee. Obwohl. Nee, komm. Muss die irgendwie anders da dran. Wie wär's denn mit dem? Welch intelligente Blicke. Nein, auch nicht Genauge. Huch! Nein, du kriegst nicht 2 Augen. Und du könntest ruhig mal etwas böser reinschauen. Also. Dürfte ich eigentlich mal anmerken, dass deine Körperhaltung miserabel ist? Hier gekrümmte Wirbelsäule, der Schädel nach unten. Also, nee. Könnte ich den eigentlich. Den könnte ich doch eigentlich ein bisschen hochsetzen. Nein, dich weiter runter. Ja, so. Genau, ja, doch, ja. So, Augen hätten wir, Beine hätten wir, Füße, Hände, Waffen. Thema Waffen. Braucht's das unbedingt? Nee, eigentlich nicht. Dient halt zur Zierde. Und das wäre ja doch ein bisschen übertrieben, dieses Teil, oder? Schauen, wie kann man das denn ändern? Aha. Das mal so machen und Sekunde, wo ist der andere Pfeil? Da ist der andere Pfeil und ich muss mir echt angewöhnen, lauter zu reden. Nee, das sieht aus, als wachsen dem da 2 Hände aus dem Schädel. Das geht ja auch nicht. Tja, was haben wir da? Oma Megirsch. Ja, dann setzen wir den doch mal da dran. So. Nein, so nicht. Kommt ein bisschen kleiner und so. Ach, wie süß. Lass den mal schön so gebogen. So. Jetzt drehen wir das Ganze noch ein wenig. Oder? Drehen wir das? Ja, das mal so machen.
Hallo, lass dich halt anklicken. Ja, okay, dann ist vielleicht doch etwas zu hoch, wenn ich die aber so klein mache, dann nee. Machen wir das einfach mal so. Ja, doch, das sieht doch... Gut, was haben wir da noch? Problemisator. Spucken auf Stufe 3. Das haben wir schon auf Stufe 3. Das lassen wir also einfach mal. Ich wollte dir eigentlich Flügel verpassen, aber geht wohl doch nicht. Und diese ganzen Panzerplatten, die habe ich auch nicht freigeschaltet. Ach, schade, 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 schade. Ja. Dann verpasse ich dir jetzt einfach mal was ganz was anderes. Und zwar statt Flügeln... Setz mal hier dieses Klumpatsch rein und... Oh, oh, Komplexitätsanzeige hier oben ist fast voll. Das heißt, ist nicht mehr viel Platz übrig. Das so, ach, sieht's aus wie ein Herz. Das Vieh soll bedrohlich aussehen. Mach ich das mal so. Und ich könnte den jetzt eigentlich kopieren, ne? Mach das mal so. Ja, 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 ist gut. Nein. Ja, ein bisschen... Na komm, kleiner. Und wenn ich jetzt sag... Echt, das ist... Den davor, aber ja, ein bisschen kleiner noch und so kleiner und so kleiner. So, jetzt kopiere ich dieses Ding nochmal und viel Platz habe ich nicht mehr. Vielleicht den noch ein bisschen kleiner und den noch. Oh nee, sieht unproportional aus. Jetzt halt doch mal still hier. Mein Gott, hat der nervöse Zuckungen oder was? Aha, aha, aha. So, wenn ich den jetzt mal kopiere und zwar dahin und das so mache und das so mache und den jetzt noch weiter runtersetze, den dafür etwas weiter hoch, den da wieder etwas kürzer. Moment, ich muss das besser im Überblick haben hier sonst. So, so in etwa. Tja, was kommt jetzt? So komische Rindenhautkristalle könnte ich dem eigentlich noch verpassen. So zur Zierde halt, ne? Und die packe ich da oben drauf. So in etwa und... Noch ein bisschen größer oder doch kleiner, dann mache ich die noch flacher und drehe die jetzt mal ein bisschen. So, ja genau. Was noch? Ist ja das letzte Mal, dass wir das Viech editieren können. Von daher... Was verpassen wir dir noch? Allerdings will ich jetzt auch nicht hier stundenlang im Designer rumhocken. Weißt du, den lassen wir jetzt einfach so. Da kommen später Panzerplatten drüber und gut ist. Texturen. So sähst du jetzt aus. Sorry, war nicht böse gemeint. Okay, versuch mal das mal. Nein. Das war das Ding, ne? Nee. Igitt, igitt. Das grüne Teil, wie sieht das aus? Nein, also eigentlich möchte ich eine Übergangsfarbe haben, die auch zu der vorherigen violetten Farbe passt. Einigermaßen. Das sieht doch richtig cool aus. Ist jetzt nicht gerade die Übergangsphase, die ich mir erhofft habe, aber ja, doch, eigentlich schon. So, was haben wir denn hier noch? Ach, ich glaube, das Setting habe ich mal für meine Drachengötter verwendet. Auch eine uralte Kreation von mir, aber EA hat die scheinbar gelöscht. Ich weiß überhaupt nicht warum. Vermutlich lag es daran, dass ich 2 Jahre lang kein Spore gespielt habe. Schade eigentlich.
Nee, 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 nee. Nein, das auch nicht. Und wir sind durch. Na gut, das heißt, ich bleib mal bei diesem Ding hier. Sollte ich es wirklich wagen? Ich klicke hier auf Speichern und beenden. Tja, mal schauen, was kommt. Da zuckt das Bild und... Ja. Was... Was machst du da? Du, leg den Stopp... den Stick da lieber weg. Das kann böse ins Auge gehen. Ja, lass ihn doch einfach aus, Mensch. Ja, der Stick ist so toll. Wir wissen's ja. Und jetzt leg das Ding bitte weg, bevor du dir noch wehtust. Ja, noch schnell ein Hoch auf den Stick. Und ein Hoch für die Schwerkraft. Ha. Ich hab doch gesagt, leg das Ding weg, meine Güte. Sowas kann ins Auge gehen. Oh. Oder es kann auch in die Kreaturenphase, die Stammesphase gehen, ne? Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass man mit Feuer nicht spielt? Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Was heißt hier kurz vor der Stammesphase? Ich war doch vorhin schon kurz vor der Stammesphase. Da hätten wir den Stammesphasen-Loading-Screen. Tja. Animationen werden poliert. Denkfähigkeit wird optimiert. Ja klar, das glaubst du aber auch selber nicht, oder? Filtert soziale Beschränkungen. Ja. Phasenverschiebende Paradigmen. Was soll das sein? Häusliches Glück. Domestiziere und züchte drei unterschiedliche Spezies. Ja, genau da drüben noch. Hey, du hast deinen Nagel vergessen. Mann, wenn das Ding zusammenbricht, dann, Mit einem Dach über dem Kopf und Herrschaft über das Feuer betrittst du nun das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Jo, du wiederholst dich, ne? So, das wäre jetzt die Stammesphase und wie ihr... Huch. Muss mich erst wieder dran gewöhnen. Jetzt guck ich mal ganz kurz. Bist du... Nein, du bist kein... Ja, das sage ich doch mal. Danke, Gremlin. Der Bug hat funktioniert, falls es wirklich ein Bug war. Wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Haustiere. Das ist ja schön. So, wie ihr jetzt hier schon mal sehen könnt, ab der Stammesphase spielt sich Spore nicht mehr in dem bekannten Third Person, in der Third Person Ansicht, sondern aus dem sogenannten Overview, wie in Strategiespielen. Könnt ihr entweder mit dem Mausrad oder mit beiden Maustasten gleichzeitig die Kamera ein bisschen bewegen. Mit den Tasten WSDA hier ein bisschen rumscrollen oder mit der Maus. Kennt ihr ja bestimmt aus Command & Conquer und so. Und jetzt. Was ist das? Och, nee. Das sind die Serianer und die Texturen spinnen schon wieder rum. Ein rivalisierender Stamm der Serianer hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Was hab ich gesagt? Nur aus irgendeinem Grund werde ich das Gefühl nicht los, dass das mit den Texturen so gewollt ist. Haha, das ist ja rosa. Nicht, dass ich was gegen rosa hätte oder so. Nein, nein. Ich finde es nur ein bisschen, naja. Wieso sind die Viecher auf einmal alle so groß?